Ein Marathonläufer muss recht viel trainieren, bevor er den Marathon laufen kann. Einerseits, damit er sich nicht verletzt und damit der Lauf gut übersteht. Und andererseits aber auch, damit er nachher Erfolg hat und auch recht gute Zeit machen kann. Aber das Training ist recht hart und braucht viel Disziplin und macht auch viel Schmerzen. Und doch ist es etwas, das der Läufer in Kauf nimmt, weil es gehört einfach zum Erfolg und zu seinem Job. Also auch für jeden Sportler gilt, dass das Training einfach dazugehört, auch wenn es manchmal hart ist. Und auch in unserem Leben gibt es manchmal Zeiten, wo wir schwierige Sachen durchmachen, wo wir nicht verstehen, wieso wir jetzt das erleben müssen oder wieso das so schwierig ist und kompliziert. Aber eigentlich können wir das auch als Training angesehen von Gott. Weil Gott schreibt auch in der Bibel, wer Gott liebt, der erzieht er. Und Erziehung ist so etwas wie Training. Und das Schöne ist, wenn wir von Gott erzogen werden, also wenn er uns trainiert und manchmal halt auch schwierige Sachen zulässt, damit wir halt wachsen, dann ist das ein Zeichen von seiner Liebe. Und auch bei der Erziehung von Kindern ist es ähnlich. Wenn die Eltern ein Kind erziehen, wollen sie ja nur das Beste für das Kind. Und auch wenn sie manchmal ja, es bestrafen oder etwas tun, was halt das Kind nicht gerne hat, dann ist es doch etwas Gutes für das Kind und es profitiert nachher auch davon im Rest des Lebens. Und wenn wir zurückschauen, wie unsere Eltern uns erzogen haben, dann sind wir viel auch dankbar dafür, dass sie uns so vorbereitet haben fürs Leben und auch für schwierige Zeiten. Und ja, das Ähnliche ist auch, wenn Gott uns erzieht, dann ist das etwas Gutes für unser Leben und er wird uns noch vorbereiten, ja, auch auf schwierige Sachen. Und darum lassen wir uns das doch dankbar annehmen und als Training und nicht als Strafe sehen.